und links halten. Läufst du oder fährst du? Läufst du. Ich bin der Ed. Ich habe 89 angefangen zu skaten, allerdings seit 94 so richtig regelmäßig, täglich, stundenlang. Und sobald es dann den Nuttenpark auch gab, bin ich da, habe ich da auch ziemlich viel Zeit verbracht. Ich glaube, der Nuttenpark ist 2001, das war so kurz nach Silvester 2000, das war sehr prägnant. Dann glaube ich 2001 war es dann vorbei mit der Gaskammer und dann gab es auch schon die Baustelle vom Nuttenpark und wir sind auch schon den Nuttenpark als Baustelle geskatet, als die Gaskammer noch da war. Ich habe mir auch auf der Baustelle mal das Kinn aufgeschlagen, war eigentlich krank geschrieben. Wild auf der Gas. Also der Name war halt ziemlich naheliegend, weil es halt einfach die Stadt Stuttgart einfach diesen Skatepark mitten im Zentrum vom Nuttenviertel aufgemacht hat. Und genau da fahren halt auch immer die ganzen Freier mit ihren Autos durch. Und das war halt natürlich schon sehr spürbar, als wir da angefangen haben zu skaten. Bevor der Nuttenpark entstanden ist, war ja auf diesem Gelände so ein Wäldchen, glaube ich, so ein paar Bäumchen, und das war ein beliebter Junkie-Spot und eigentlich noch um einiges schlimmer, und deswegen die Leute mussten wir ja als Skater erstmal verscheuchen. Wo geht's denn jetzt hin? Wo latschen die alle hin? Ja, also da konnten wir schon so einiges erleben. Also wir sind da schon auch mal hingekommen und dann war der Park halt vollgekackt, aber auch wirklich auf die Rails und Obstacles gekackt. Und ja, oder Spritzen lagen da schon auch mal rum. Stadt Stuttgart hat ja mit der Gaskammer gelernt, wie man unliebsame Orte von Junkies und sonstigen befreit, nämlich indem man da die Skater hinschickt, was erfolgreich geklappt hat. Also das Erfolgsmodell von der Gaskammer wurde ja dann weitergeführt beim Nuttenpark. Und dann wusste man ja, alles klar, da bauen wir einen Skatepark hin, die machen Lärm, das mögen die Junkies überhaupt nicht. Und da ist Tumult und das können die gar nicht gebrauchen, und ja, es hat geklappt.